Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von The Innovative Business People. Willkommen zu unserer heutigen Folge mit dem Thema Distributed Cloud. Heute wieder zusammen mit Max. Schön, dass du dabei bist. Ja, Distributed Cloud war dein Top-2-Thema bei unserer Podcast-Folge zu den Gartner Trends 2020. Als Feedback haben wir ja ein paar Nachrichten gekriegt, dass das ein sehr spannendes Thema ist und wir da mal näher drauf eingehen sollen. Jetzt bin ich natürlich auch gespannt und deswegen will ich erstmal verstehen, was ist denn überhaupt oder was versteht man denn unter Distributed Cloud? Genau. Ich verwende jetzt ganz einfach den deutschen Begriff verteilte Cloud. Bezieht sich ganz einfach auf die Verteilung von öffentlichen Cloud-Diensten zu Standorten außerhalb von physischen Rechenzentren von dem Cloud-Anbieter. Also Cloud-Anbieter, beispielsweise AWS, Google. Diese Rechenzentren werden aber weiterhin vom Anbieter kontrolliert. Der Cloud-Anbieter ist dann aber auch für alle Aspekte des Cloud-Services verantwortlich, also Architektur, Lieferung, Betrieb, Verwaltung, aber auch Upgrades und Aktualisierungen. Um das Ganze vielleicht mal ein bisschen näher zu bringen, in einem Use Case von Netflix. Also damit wir alle Netflix von jedem Gerät und nahezu überall auf der Welt konsumieren können, ist Netflix auf eine derartige Dienstleistung der verteilten Cloud angewiesen. Es wird natürlich nie reibungslos so das Streaming funktionieren, wenn ich hier in Deutschland bin. Und Netflix würde seinen Dienst nur aus einem Rechenzentrum in der USA oder Indien anbieten. Deswegen verlagert auch Netflix sein Streaming-Angebot in ein nahegelegenes Rechenzentrum in Europa und nicht in Amerika oder Indien. Das Thema verteilte Cloud ist also enorm wichtig für die User Experience von Kunden und das aus meiner Sicht vor allem im B2B-Bereich auch, nicht nur im B2C wie beispielsweise bei Netflix. Ja, ich bin ja mittlerweile auch das, also hätte natürlich gerne im Geschäftsumfeld genau den gleichen Komfort, wie ich ihn von zu Hause kenne. Manche sind da ein bisschen weiter, andere etwas weiter weg. Jetzt haben wir oder sehen wir bei unseren Kunden viel Verlagerung in das Thema, also von meinen Systemen in die Cloud. Ist ja durchaus auch legitim, da manche Systeme nicht mehr bei mir selber zu hosten, hat ja auch die diversen Vorteile. Und dann natürlich die Frage, wie, wenn wir jetzt auf das Thema schauen, auch unsere Kunden sind da durchaus international aufgestellt. Das heißt, um an dem Netflix-Beispiel zu bleiben, die haben ja das gleiche Thema, wenn ich das quasi nur lokal oder in Anführungszeichen lokal aus einem deutschen Rechenzentrum anbieten würde, hätte ich ja die gleichen Herausforderungen. Das heißt, wie können wir dieses Thema dann für unsere Kunden lösen, also gerade im Geschäftsumfeld? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, vor allem die Plattformlösungen laufen bei uns zu 90% auf der SAP Cloud-Plattform. In dem Cloud Foundry Environment. Dort wird ja mit sogenannten Sub-Accounts gearbeitet. Wenn ich so einen Sub-Account anlege, dann entscheidet die Organisation, der interne IT-Mitarbeiter ja eigentlich schon, okay, wo soll denn, also bei welchem Provider soll denn dieser Sub-Account laufen? Aktuell kann ich die Hyperscaler AWS, also Amazon, Google und Microsoft mit Azure auswählen. Aber schon da habe ich für die Region Europa die ersten Unterschiede. Wenn ich beispielsweise jetzt einen Sub-Account erstelle, wähle den Provider Microsoft Azure, dann läuft dieser Sub-Account für die Region Europa in den Niederlanden. Verwende ich hingegen Amazon AWS, läuft er in Frankfurt. Und die Google Cloud-Plattform oder Google als Hyperscaler ist bisher nur in den USA verfügbar, also nur für den US-Markt.
kann ich natürlich auch als deutscher Kunde nutzen. Muss ich mir dann wiederum nur die Frage stellen, was bringt es, wenn der Sub-Account in Amerika läuft? Im europäischen Raum würde ich jetzt mal sagen, es ist noch recht trivial, ob mein Sub-Account in den Niederlanden oder Frankfurt läuft. Wird aber eine Applikation dann wirklich auch in Singapur oder in Australien verwendet, wird es mit dem Thema User Experience unter Umständen schon problematisch. Du sprichst hier wahrscheinlich von so Latenzzeiten, dass es einfach länger dauert, bis gewisse Applikationen erscheinen, ich zur nächsten Seite kommen und so weiter, richtig? Beispielsweise, wenn ich ja auch noch einen Datenbanklayer darunter habe, dann kommen die Latenzzeiten unter anderem auch in Frage, ja. Also wir erstellen, wenn wir mit der Plattform anfangen, einzelne Stages, also Entwicklung, Test und Produktion. Die Stages Entwicklung, also ein Sub-Account für Entwicklung und Test, die laufen meistens da, wo wir selbst sind, also in Frankfurt oder in den Niederlanden. Die Schwierigkeit oder die Komplexität kommt dann eben hinzu, wenn ich mit meiner Applikation auch weitere Kunden oder intern gesprochen weitere Standorte bedienen möchte, die eben auf anderen Kontinenten sind. Dann kann ich praktisch mit der Sub-Cloud-Plattform die produktiven Sub-Accounts, also ich kann dann mehrere produktive Sub-Accounts erstellen, beispielsweise einen für Europa, einen für den US-Markt, einen für Asien und deploy die einfach gerade dort, wo ich sie brauche. So hat jeder Nutzer seine produktive Umgebung, seinen produktiven Sub-Account wirklich da, wo er auch ist. Das ist der Vorteil von der SAP Cloud-Plattform. Aus meiner Sicht ist es vor allem bei mobilen Anwendungen sehr wichtig, denn dort herrscht meiner Meinung nach nochmals eine kritischere Akzeptanz der User als bei einer Anwendung, die beispielsweise im Web läuft. Klingt jetzt erstmal nach mehr Aufwand, das Ganze zu betreuen. Wie sind da deine Erfahrungen? Ja, ich würde sagen, der Mehraufwand ist wirklich in Tagen zu rechnen. Also für einen erfahrenen Consultant, der schon öfters mal einen Sub-Account angelegt hat, dann für den ist es vielleicht Aufwand von maximal 2 Tagen. Also Sub-Account anlegen dauert wenige Minuten, bis ich dann die Connections zu gewissen Backend-Systemen, wenn ich sie dann brauche, habe. Spannender wird es dann wieder zum Thema, okay, wie kommen die User zu dem Sub-Account? Aber da herrscht ja meistens schon ein gewisses Konzept bei den Unternehmen. Ist wirklich maximal 2 Tage gerechnet. Dann aber schon wirklich, wenn es sehr aufwendig ist, wenn das User-Konzept sehr aufwendig umgesetzt werden muss. Jetzt hast du gerade den Benutzer angesprochen. Merkt der oder wie bemerkt so ein Benutzer so eine Verteilung? Also natürlich, dass die Anwendung schneller ist. Gibt es noch andere Punkte? Ja, der Nutzer in der USA hat wahrscheinlich einen anderen Link oder eine andere URL wie der Nutzer in Singapur. Eigentlich der einzigste Unterschied. Jetzt bist du heute im Kontext dieses Themas Distributed Cloud auch stark auf das Thema SAP Cloud Plattform eingegangen. Das von der SAP aus gesehen quasi ja die Innovationsplattform ist. Vielleicht einfach ein paar Worte für unsere Hörer, die jetzt mit der SAP Cloud Plattform, außer es ist einfach nur noch eine weitere Plattform, nicht viel anfangen können. Na, die SAP Cloud Plattform ist aus meiner Sicht mehr als nur eine Plattform oder eine Innovationsplattform für Kunden. So wurde sie vielleicht am Anfang verkauft. Es ist aus meiner Sicht mit das wichtigste Produkt im SAP-Portfolio. Man hat jetzt auch bei der Sapphire nochmal deutlich gesehen, dass die SCP eigentlich auch der zentrale Bestandteil von der Business Technology Plattform ist. Zum einen haben wir ja das ganze Thema Services auf der Cloud-Plattform. Also Sie können Machine Learning Service nutzen, einen Workflow Service. Auf Basis von solchen Services können digitale Geschäftsmodelle entstehen. Also da sind wir dann doch wieder beim Innovationspunkt.
Was aber ganz wichtig ist bei der SAP Cloud Plattform, egal welchen Service ich meinem Kunden anbiete oder welches neue Geschäftsmodell, möchte ich damit ja Geld verdienen als Unternehmen. Und um Geld zu verdienen, müssen ja auch irgendwann mal Rechnungen geschrieben werden. Der Vorteil von der SAP Cloud Plattform bei so einem digitalen Geschäftsmodell, das ich darauf betreiben kann, ist natürlich die Integration in die Business Suite, aber auch in das S4 hinein. Also wenn ich dann nur mal auf das Stichwort indirektes Nutzungsrecht mit eingehe, ich denke, jeder, der seine Plattform oder seine Plattform für Geschäftsmodelle woanders laufen hat, bei einem Hyperscaler einfach eine andere Lösung hat, der wird es hier schon sehr schwer haben, das Thema indirektes Nutzungsrecht wirklich konsistent abzugleichen. Zum anderen Punkt beinhaltet die SCP auch wirklich eine Integrationsplattform, die SCP Integration. Ein Austausch von Stammdaten zwischen Services, egal ob SAP oder Third Party, ist wirklich nur über die zentrale Komponente der SCP wirklich nötig oder möglich, wenn ich SAP-Daten mit anreichere oder benutze, was eigentlich bei jedem Plattformmodell ja so ist. Irgendwie muss der Kunde ja zu seiner Rechnung kommen. Oder auch irgendwelche Third-Party-Systeme, wenn ich ein Non-Sub-Forecast-System einspiele, da möchte ich ja auch wirklich den Vorteil haben, dass ich meinen Betriebsforecast über meine herkömmlichen Tools, die auf SAP basieren, lösen kann. Aus meiner Sicht lassen sich aber auch mit der SCP spielend einfach Portallösungen bauen. Also ich öffne praktisch mein Core-System, mein S4-System für Kunden, Partner, Lieferanten, teile Statusdaten, Bestelldaten oder jegliche andere Stammdaten. Den Parteien ist es sogar möglich, zum Beispiel Kunden können da neue Ansprechpartner anlegen, können ihre Produkte verändern unter Einhaltung meiner Master-Data-Prozessen. Zum anderen ist die SCP auch der neue Ort für meinen Z-Code. Neu, vielleicht wieder in Anführungszeichen zu sehen, das Konzept ist ja nicht neu, aber Kunden haben aus meiner Sicht fast schon die einmalige Chance beim Wechsel beispielsweise auf ein S4, sich konsequent von ihrem Z-Code zu trennen. Diesen wirklich auf der SCP zu extenden. Ganz nach dem Motto, keep the core clean. Ich denke auch wirklich, dass das S4 On-Premise das letzte große On-Premise-System der SAP sein wird. Andere Systeme profitieren ja daraus schon, dass sie wirklich weniger Z-Code enthalten, weniger Eigenentwicklung und dadurch auch das Thema Upgrade schneller gehandelt bekommen. Die SCP bietet auch dann für die On-Premise-Version vom S4 die Chance, in so einen derartigen Modus zu kommen. Für die S4-Kunden, die bereits jetzt schon in der Cloud sind, also die S4 in der Cloud betreiben, ist die SCP eh schon ein wichtiger Bestandteil und agiert ja dort als verlängerte Werkbank. Also ich kann ja Erweiterungen in dem S4 und Cloud, die ein bisschen umfangreicher sind, also aus der In-App-Erweiterung hinausgehen, nur per Side-by-Side-Extension bauen. Es war jetzt sehr umfangreich, alles zum Thema SAP Cloud-Plattform als quasi kleiner Zusatz zum Thema was ist das Thema Distributed Cloud, wie gehe ich damit um? Diesmal am Beispiel der SAP Cloud-Plattform und danke noch für die Ausführungen, was ich denn dort überhaupt alles tun kann und warum es durchaus Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. Genau, ich wollte damit ganz einfach sagen, dass die SAP aus meiner Sicht dazu ein recht gutes Konzept hat, wie sie denn das Thema der verteilten Cloud auch mit Zusammenarbeit mit den anderen Hyperscaler wie AWS, Google oder Microsoft Azure wirklich den Kunden nahe bringen. Die sind dort schon echt sehr weit. Ja, dann sind wir heute wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du da warst, Max. Und danke mich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal mit dabei seid, hier im The Innovative Business People Podcast.